Tachchen, ihr Lieben. Ich kann nichts dafür. Wir haben zurzeit sehr bescheidenes Wetter. Geht das so, wenn ich es hier reinhalte? Ja, ne? Herzlich willkommen zu eurer Tagesbotschaft, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Ich hoffe, man kann mich trotzdem noch verstehen. Ich mache das Mikro heute sehr nah an den Mund. Und wir starten in die Tagesbotschaft mit eurem Leitfaden, der wie folgt aussieht. Macht Platz dafür. Oh, macht oben der Himmel auch gerade. Lass Regen raus, macht Platz dafür. Macht Platz dafür. Aber wofür? Das wisst nur ihr, ihr Lieben. Wir gehen mal rein mit einer Geistesführerkarte und mit einer Akasha-Chronik und dann gehen wir noch in die ganz normalen Karten, Energienkarten. Was habt ihr? Macht Platz dafür. Oh. Sieht aus, als ob ich mir hier so einen Holzturm baue, ne? Macht Platz dafür. Hab Selbstvertrauen. Also immer noch sehr stark, mach hier für irgendwas Platz und habe Selbstvertrauen. Du kannst dafür Platz machen. Akasha Chronik, mache Platz dafür. Sehr wuchtig heute. Die Spinne hinter mir, die fühlt sich übrigens auch wohl. Da hängt sie in der Wattewand an meinem Daumen. Die war gestern schon da. Dann habe ich hier so ein bisschen aufgeräumt. Dann war sie auf einmal weg. Dann dachte ich so, ach du Scheiße. Nicht, dass sie jetzt in meinem Sessel irgendwo hängt. Aber ich habe ein Auge auf die. Da, so ein Weberknecht. Höhere Perspektive. Mit der 32 Quersumme 5 haben wir die Erkenntnis, den Hierophanten im Tarot. Gib deine begrenzte Sichtweise auf und verschiebe deine Energie in eine höhere Perspektive. Mach Platz dafür. Eine Ebene höher rutschen bedeutet das für dich. Was auch immer du gerade vorhast oder in welcher Lebensphase du dich befindest, ja? Es geht hier stark um Selbstliebe. Ich liebe das, was ich bin, bedingungslos. Kriegt ihr auch noch eine Bestätigung von oben. Ich liebe das, was ich liebe, bedingungslos. Was? Ich liebe das, was ich bin, bedingungslos. War ein bisschen viel Liebe bei mir im Satz. Ein Glas voll Achtsamkeit. Nimm ein Einmachglas oder ein ähnliches verschließbares Gefäß. Schreibe auf ein Blatt Papier verschiedene... Habe ich so eine leichte Störung. Entschuldigung. Schreibe auf ein Blatt Papier verschiedene Affirmationen, mutmachende Zitate und inspirierende Worte. Du kannst auch dekoratives Papier verwenden und deiner Kreativität freien Lauf lassen. Reiße oder schneide dann diese Mutmacher aus. Falte die Zettel und wirf sie in dein Glas. Klingt immer so wie ein bisschen Verhaltenstherapie. Immer wenn du Mut, Hoffnung oder Inspiration brauchst, kannst du einen Zettel ziehen und ihn auf dich wirken lassen. Muss man nicht machen, kann man aber, wenn hier jemand bei ist, der sagt, ja, probiere ich mal aus. Meditation macht aus uns niemand anderen, sondern den, der wir immer gewesen sind. Oh, das ist aber schön. Könnte auch so die höhere Perspektive darstellen. Wer bin ich überhaupt? Ja, was bin ich überhaupt? In Meditation wieder zu sich selbst finden, ohne sich verändern zu müssen. Und zu guter Letzt, bevor wir zum Tarot schreiten, kleine Atempausen. Und dann nimm morgens oder abends oder einfach zwischendurch kleine Spaziergänge in der Natur, wenn die Welt dich überrumpelt. Atme einfach die frische Luft ein, koste die Stille aus, höre den Vögeln zu und berühre Blätter, Äste und Gräser. Das beruhigt und erdet dich. Vielleicht entdeckst du eine Blume oder hörst einen Vogel, den du noch nicht kennst. So, jetzt sind wir erstmal durch
mit den Affirmationen, mit den Wegweisern. Ach so, nee, ist ja schön. Ich habe gar kein Tarot hier. Will jetzt aber auch nicht aufstehen. Oder mache ich es doch? Ja, wird schon alles seinen Sinn und Zweck haben. Gut, ich war schlecht vorbereitet. Ja. Nehmen wir doch dann mal auch diese Karten, weil die wurden mir ja nicht umsonst geschenkt. Die Licht und Schatten. Irgendwie sehe ich die gefühlt überall. Da sind sie. Ich stelle mal meinen Kaffee lieber ganz, ganz weit weg von mir. Und Erzengel Michael. Raumspray. Ach, ich liebe ja den Duft. So, auf geht's, ihr Lieben. Macht Platz für was. Die letzten Male wollten sie mit mir ja nicht so sprechen. Da habe ich ja kaum welche rausbekommen. Ich habe es immer wieder probiert. Ich weiß nicht, was mit diesem Kartenstapel nicht in Ordnung ist. Ich habe wirklich selten so Probleme mit Karten. Immer wenn ich mir den raushole, dann kommt da nichts raus, ja? Mach doch mal Platz dafür. Das war bestimmt, weil ich sie nicht auf meiner Amazon-Liste hatte. Wir könnten ja mal anfangen. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Wir haben hier 4 der Stäbe und 6 der Kelche. Mach Platz. Alles, was dir keine Sicherheit mehr gibt. Alles, wovon du auch nicht mehr profitieren kannst. Mach Platz dafür. Geh in dich. Guck, ob du hier die Sicherheit noch verspürst in irgendeinem Bereich oder mit einem Menschen. Dir fehlt das oder du möchtest auch wieder wirklich deine Sicherheit hier zurückhaben, um zu wissen, wo du bist, ja? Bei 6 der Kelche fühlst du ja immer dieses Geben, dieses Miteinander, ja? Ist eine großartige Karte, ein Miteinander. Nur miteinander ist es möglich, in verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Menschen eine Grundbasis zu erschaffen, ja? Auch wieder dieses Fundament zu halten. Das geht nicht, dass du das alleine hältst. Also muss man hier überlegen, macht Platz dafür oder gibt es hier jemanden in Situationen, wo du etwas aus deinem Leben beenden musst, verlassen musst, um hier mit einem neuen Menschen eventuell in das Fundament starten zu können. Ja, das kann auch sein, je nachdem, wie es jetzt zutrifft. Wir haben hier nämlich einen Block drin bei 5 der Kelche. Ja, hier fließt irgendwas eben nicht in diesem Prozess. Hier wird irgendwas von irgendjemandem gestoppt. Entweder sagst du Nein, danke, oder jemand teilte dir mit Nein, danke, ja, dass du nichts mehr bekommst, nicht mal mit Nein, danke. Aber hier musst du gucken, wie lange bleibst du in dieser Warteposition? Guckst du da länger noch zu, ob noch was zurückkommen könnte von deinem Gegenüber? Oder sagst du dir selbst Nein, dann sorge ich erstmal für meine Sicherheit, für mein Fundament, ja? Dass du hier wieder was aufbauen kannst, was aufbauen könntest. Weil das bringt ja nichts, wenn du dich hier wieder in so eine Warteposition setzt und auch deine Gefühle schon kaum noch einschätzen kannst. Ja, wohin tendiert das alles? Wir haben hier im Herzen die Mäßigkeit. Die kommt wieder. Huch, wo ist der Schlitz? Die kommt wieder, die Mäßigkeit. In Mäßigkeit musst du bringen, wo du überhaupt wieder etwas Neues anfängst. Das sieht sehr stark danach aus, dass du hier einen Wunsch hast, wirklich etwas Neues aufzubauen. Etwas Neues für dich sehen zu dürfen, etwas Neues zu erschaffen. Wir haben hier noch zusätzlich 6 der Schwerter. Und du bist ja auch bewusst, mit was du das machst, ja? Du hast hier deine Problemchen, du hast mit Aufgaben zu kämpfen, mit Aufgaben zu tun, die du aber bewusst erkannt hast, ja, es liegen auch einige Baustellen bei dir auf deiner Seite und du fühlst, dass du dafür selbst verantwortlich bist, weder ein Bereich noch eine andere Person, ja,
Aber das hast du erkannt. Du hast hier erkannt, wo deine Baustellen sind. Deswegen möchtest du hier oder fühlst, du musst und möchtest auch etwas Neues hier aufbauen, indem du auch die Chance gibst, mit den Fehlern, die du für dich vielleicht selbst gemacht hast, wo du erkennst, das hätte ich nicht machen sollen, da habe ich übertrieben, da bin ich zu weit gegangen. Ich hätte schon viel früher irgendwie, ja. Das ist deine Mäßigkeit, die sich hier einstellt. Besser nie, besser jetzt als nie, ja. Das könnte die Mäßigkeit als Satz zu so vervollständigen. Ich fange jetzt noch mal an, egal wie alt ich bin, egal ob der Zeitpunkt jetzt stimmt oder nicht. Ich bin mir sicher, dass ich hier etwas Neues erschaffen möchte für mich selbst, ja. Das brauchst du. Und du erkennst deine Problemchen oder deine Ecken und Kanten auch selbst an, aber du gehst es auch an, ja. Du verleumdest die nicht oder du gibst dir auch dafür nicht die Schuldzuweisung, sondern du nimmst die ganz offen und ehrlich an und beginnst deswegen auch vielleicht sehr klein und beobachtend, ja. Inwieweit kannst du das hier lösen mit den sechs der Schwerter? Dafür bist du zuständig. Das sind deine Aufgaben, die vielleicht entstanden sind, ja, durch irgendeinen Prozess. Aber da machst du auch die Augen nicht zu. Wir haben in der Tendenz 9 der Kelche. Na wunderbar, mach Platz für für deine Selbstliebe. Die kam ja auch oben total markant raus, sagen wir es mal so. Die Selbstliebe. Hier geht es um dich selbst, ja? Wirklich komplett um dich selbst. Hier, wenn du das erlebst oder auch auflöst, für dich selbst wieder etwas anzufangen, etwas Neues, etwas Kleines auch hochzuziehen für dich selbst, ja? Wirst du in die Selbstliebe hier wieder reinkommen, für dich wahrscheinlich auch mal wieder so einen Erfolg spüren, für dich ganz alleine. Und wir haben hier 7 der Wände, will ich immer sagen, 7 der Stäbe. Ich glaube ganz stark, dass du hier erkennen wirst, aus dem Ganzen, wenn du hier wirklich Platz machst mit 6 der Schwerter, dass du überhaupt nicht so viel Kraft brauchst, wie du ständig von dir gefordert oder gedacht hast. Du hast dir bestimmt immer gesagt, ich brauche noch mehr Kraft oder ich hätte noch mehr Kraft dafür haben müssen oder mittlerweile habe ich keine Kraft mehr. Du musst lernen, dass du deine Kraft hier einteilen darfst und auch solltest. Du musst hier nicht irgendwie übermäßig immer die Kräftigste oder der Kräftigste sein, um alles auf deine Schultern zu laden. Für einige Prozesse bist du einfach nicht zuständig, ja, und hast dir das auch nicht aufzubürden von anderen Menschen. Das muss dir klar sein, dass du dich auch hier sehr geschützt fühlst und auch deine Kraft mal in einer Art, ich mache jetzt hier mal Pause, ja. Ich darf mir eine Pause genehmigen, auch wenn ich jetzt gerade nicht vorwärts komme. Ansonsten verlierst du deine Kraft. Du kannst auch nicht alles vorhersehen, ja? Wir sehen hier eine Glaskugel. Du würdest das vielleicht gerne immer alles unter Kontrolle haben, aber du wirst ja erkennen, man hat nichts in Kontrolle, ja? Man hat auch nichts vorausschauend. Es wird auch nicht hundertprozentig immer so laufen, wie du es gerne sehen wollen würdest. Und das wird die Erkenntnis hier von 7 der Stäbe sein, dass du hier merkst, Mensch, du hast dir selber eigentlich so viel Druck aufgebaut und wolltest unbedingt immer das Beste und das Stärkste geben dafür. Ja, aber irgendwann muss auch dir mal gegönnt sein, hier pausieren zu dürfen und zu sagen, ich schaffe das nicht. Ja, ich kann das alleine nicht schaffen. Wenn du da in diesem Prozess angekommen bist oder das fortlaufend so geht, wird dir hier einiges bewusst werden und du wirst wahrscheinlich für Menschen Platz machen, die dir in deinem Leben wirklich Kummer bereitet haben oder auch den Liebesschmerz. Ja? Der wird ja abgelöst, indem du hier entscheidest mit dem Herrscher, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte die Liebe nicht als schmerzend hier empfinden. Ich möchte diese Sehnsucht auch hier nicht mehr so stark spüren. Ich werde jetzt für mich handeln, ja? Ich muss jetzt mal über mich entscheiden, wann es mir gut geht. Das ist der Knackpunkt. Und dann wirst du merken, dass es immer leichter ist, zu erkennen, warum du hier so gelitten hast bei 3 der Schwerter, ja? Dieses, wo bist du? Warum nicht ich? Warum jemand anders? Warum werde ich vergessen? Ja? Aber du hattest es hier leider nicht in der Hand. Was immer dein Gegenüber oder die Situation in dem Moment widerspiegelt, du musst hier für deinen weiteren Weg jetzt sorgen, ja? Das macht dein Gegenüber auch, wenn ihr gerade hier nicht zusammen seid. Das ist hier so die Message. Du musst wieder an dich denken
Und dann wirst du wahrscheinlich Platz machen für den nächsten neuen Menschen in deinem Leben. Ob du das jetzt hören möchtest oder nicht, das entscheidest ja du. Wenn die Zeit noch nicht dafür gekommen ist, dann ist die Zeit dafür noch nicht gekommen, ja. Aber wenn du das irgendwann fühlst, dass du wieder bereit bist, weil du in der Energie im Herrscher angekommen bist und dir auch eingestehen kannst, du brauchst niemanden an deiner Seite, wo du eh alles alleine handeln musst, abfangen musst, alleine durchstehen musst, ohne Auffangen der anderen Seite, ja, dann wird wahrscheinlich die Sehnsucht auch wieder größer nach Menschen, die dir oder die dich vom Gegenteil überzeugen, ja, die für dich auch da sein können in deiner Linie oder in deinem Leben. Ihr Lieben, bleibt gesund, habt einen wunderschönen Sonntag, macht's gut, würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und ja, bis nächste Woche, ne, würde ich sagen. Tschüssi.